Das Schriftverständnis von Johann Sebastian Bach und die Rede von der Gnadengegenwart. Das ist ein merkwürdiger Titel, aber über die Gnadengegenwart reden bedeutet, über die Schrift reden zu müssen. Und über die Schrift zu reden bedeutet, über die Predigt reden zu müssen. Über die Predigt zu reden aber bedeutet im Sinne Bach, über die andächtige Musik sprechen zu müssen. Bach kommentiert mit seinem berühmt gewordenen Notabene eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, 2. Chronik 5, 13. Da wird das Lob Gottes mit Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel orchestriert. Es geht nicht einfach darum, in diesem Fall die Bibelwort wörtlich zu nehmen, sondern mit dem Bibelwort über das Bibelwort hinauszugehen. Die Bibel kann als gedrucktes Buch ein Buch unter Büchern sein und bleiben und keine geistliche Wirkung entfalten. Die Bibel als solche muss einem Lesenden nicht zur Heiligen Schrift, als einer Erzählgemeinschaft biblischer Texte werden. Man kann die Bibel als Dokument einer bestimmten Religions- und Kulturgeschichte lesen. Wem sich aber durch die Bibel die Heilige Schrift erschließt, der begegnet in ihr dem Zeugnis der Propheten und Apostel und in ihm dem in seinem Wort gegenwärtigen Gott. Das habe ich gerade durch den Vortrag meines Vorredners verstanden, dass plötzlich Gregorianik und protestantische Schrifthermeneutik eng zusammenrücken. Die Schrift ist also etwas anderes als die Bibel. Die Schrift ist das in der Bibel enthaltene Zeugnis der Propheten und Apostel von Gottes Handeln. Und dass einem diese Bibel demzufolge zur Heiligen Schrift wird, entscheidet sich an der Frage, ob sich einem durch das Hören das Wirken Gottes erschließt. So verstehen die Reformatoren wie die lutherische Orthodoxie in Leipzig Schrifthermeneutik. Es hatte Bach so gelernt in seinem Katechismus von Leonhard Hüther von Kindesbeinen an und 1723 vor Dienstantritt in Leipzig protokollgemäß auf die Bekenntnisschriften verpflichtet unterzeichnet. Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Luther übersetzt Auditu aus der Predigt und nicht aus dem Hören. Alle Zitate, die ich jetzt bringe, sind der Bibliothek Bachs entnommen, mit einer Ausnahme der Römerbrief-Kommentar von 1516. Da bin ich mir nicht sicher, ob Bach dieses Buch gehabt hat. Luther hat in diesem Römerbrief-Kommentar darauf abgehoben, dass er deswegen Auditu mit Predigen übersetzt, weil das Hören immer schon angesiedelt ist, im Hören auf das Evangelium, auf das gepredigte Evangelium. Was wir Schall oder Laut nennen, so Luther, nämlich er redet von dem Evangelium, das durch die Welt schallt und gehört worden ist oder gehört wird, so Luther. Eins hängt am anderen, Glaube, Predigt, Wort Christi. Paulus beginnt seine Reihung bei den Adressaten seines Briefes an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Sie sollen gemäß, wie er schreibt, meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus gestärkt werden. Durch den, wie er schreibt, Gott, der allein weise ist. Gestärkt werden soll die Gemeinde im Glauben. Glauben bedeutet nicht, dass etwas sein oder nicht sein kann, sondern Glauben bezeichnet ein personales Vertrauensverhältnis als Antwort auf das Wort Christi, das mit der Erfahrung göttlicher Zugewandtheit und Zuverlässigkeit verbunden ist und mitunter seine Wirkkraft gegen alle Wahrscheinlichkeit entfaltet. Es ist ein so fundamentales Vertrauen, dass der Lebensvollzug ganz und gar eingebettet ist in seinen Gottesbezug. Martin Luther führt in seiner Auslegung des ersten Gebotes in seinem großen Katechismus von 1529 aus,
dass einen Gott haben heißt, etwas haben, darauf das Herz gänzlich nicht traut. Die Pointe liegt auf diesem einen Wort gänzlich, weil dieses Vertrauen von nirgendwo sonst Lebenskraft erhält und entfaltet. So ist der Glaube in seiner auf Gott ausgerichteten Konzentration keine Nebensache, sondern eine Herzensangelegenheit. Thematisch wird der Glaube im Gottesdienst und dort insbesondere, das ist die evangelische Variante in der Predigt. Glauben ist nur möglich, wenn Menschen das Wort gehört haben. Es muss ihnen verkündigt worden sein. Verkündigen, griechisch erüsseln, ausrufen, ist das Hinweisen auf ein unvergleichliches Ereignis. Das Reich Gottes ist da, Lukas 9, 2 und Matthäus 10, 7. Wer in dieser Weise vom Kommen des Reiches redet, redet nicht informativ über das Reich, sondern er macht dieses Reich performativ durch seine Rede bekannt. Von den Dächern sollen die Jünger predigen, was ihnen anvertraut ist. Öffentlich lehren. Publice docere nannten die Reformatoren das Predigen. Die Sendung der Jünger entspricht der Sendung Jesu. Das in Jesaja 52, 7 in der Vulgata gebrauchte Tätigkeitswort lautet Predicare, woraus das deutsche Wort Predigen abgeleitet ist. Indem das Wort Gottes verkündigt und gehört wird, steht es unter der Verheißung, dass wo immer dies geschieht, Matthäus 10, 19, soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Heinrich Müller bezieht sich auf eben dieses Wort, was noch heute ein Lehrer redet, so er mit und aus der Schrift redet, das gibt ihm der Heilige Geist auszusprechen. Vom Geist getrieben redet er, es rühret auch den Geist des Zuhörers, da zeugt der Geist, dass Geist Wahrheit sei. Wir müssen innehalten, bevor wir weiter über die Predigt reden. Indem sich der Glaube durch die Predigt erschließt, erschließt sich jedoch nicht durch die Predigt Gott selbst. Luther unterscheidet in seiner Schrift De Servo Arbitrio vom unfreien Willensvermögen aus dem Jahr 1525 zwischen dem Gott, Zitat, der uns gepredigt, offenbart, dargeboten und von uns verehrt wird, und jenem Gott, Zitat, der nicht gepredigt, nicht offenbart, nicht dargeboten, nicht verehrt wird. Das klingt befremdlich. Aber so sehr uns Gott durch das Medium der Predigt vertraut sein kann, so wenig werden wir dadurch zu Vertrauten Gottes. Mit seinem Gott kann man nicht vertraut sein. Bach war kein Mystiker im klassischen Sinne. Denn die Vokabel Gott deutet immer auch einen Mehrwert an, der nicht durch einen noch so frommen, vertraulichen und distanzlosen Umgang mit Gott überwunden werden kann. Das ist die Grenze aller Religion und aller Religionspraxis, dass Gott in ihr nicht aufgeht. Gott verbirgt sich, entzieht sich offensichtlich einer allzu kühnen Aufdringlichkeit. Luther, soweit als Gott sich selbst verbirgt und von uns nicht erkannt werden will, geht er uns nicht an. Was uns in Distanz und Ehrfurcht vor der Majestät und Unendlichkeit Gottes bleibt, hat Bach in Bachwerkverzeichnis 40,2 vertont. Der große Gottessohn verlässt des Himmels Thron und seiner Majestät gefällt, ein kleines Menschenkind zu werden. Eine Botschaft wäre kein süßes Wort in allen Ohren, sondern das Wissen um die Ferne Gottes, das kein Trost und Heil entfaltet. Trost und Heil ist allein der gepredigte Gott, eingedenk der Weisheit, dass das Wort Gottes nicht Gott selber ist. Damit ist unserer Gotteserkenntnis eine Grenze gesetzt, die,
indem wir sie zur Kenntnis nehmen und etwas andeutet von der Freiheit Gottes. Zurück zur Predigt oder besser zum Predigtamt. Das Predigtamt ist zwar laut Müller der Mund des Herrn, doch damit ist kein homiletischer Automatismus gewährleistet. Predigen und hören. Hören und predigen gibt es nämlich nicht netto, sondern immer nur brutto. Heinrich Müller erläutert das Brutto. Denn die Gaben sind bei allem nicht gleich. Wie das innere Licht und Erkenntnis, so ist auch die äußere Sprache und Ausrede nicht bei allen gleich. In einem jeglichen erzeigen sich zwar die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutz, doch teilt der Geist einem jeglichen Sein zu, nach dem er will. Ihr leihet nur die Stimme dazu, resümiert Johannes Oleario. Die Predigt begründet also nicht den Glauben, aber sie ist das Gefäß, in dem sich dem Hörenden der Glaube erschließt. Dass es zum Glauben kommt, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt den Christenmenschen in ein Selbstverhältnis zu Gott, sodass er sprechen kann, Credo, ich glaube. Deshalb gibt die Kanzel dem evangelischen Kirchenbau eine wesentliche architektonische Signatur. Die Kirche ist nämlich, so Luther, ein Mundhaus, nicht ein Federhaus. In seiner Auslegung des Petrusbriefs wird er deutlich, Evangelium aber heißt nichts anderes, denn eine Predigt und Geschrei von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch den Herrn Christus mit seinem Tode verdient und erworben. Und ist eigentlich nicht das, was in Büchern steht und in Buchstaben verfasst wird, sondern mehr eine mündliche Predigt und lebendig Wort und eine Stimme, die da in der ganzen Welt erschallet und öffentlich wird ausgeschrieben, dass man es überall höre. Das ist die Kernstelle für die Viva Vox Evangelii. Indem Luther das Wort Gottes als Viva Vox Evangelii qualifiziert, ist der Vorgang der Verkündigung untrennbar mit dem jeweiligen Schriftwort des Predigttextes verbunden und schützt die Verkündigung vor Biblizismus oder Schwärmerei. Was das Schriftwort aussagt, kann nur in der Form der Verkündigung zur Sprache kommen. Verkündigung bringt nicht Vergangenes erläuternd zum Vorschein und verleiht ihm durch Aktualisierung den Charme geliehener Zeitgenossenschaft, sondern in, mit und unter der Verkündigung erklingt die lebendige Stimme des Evangeliums. Eine solche Sprachhandlung nennt Luther Verbum efficat, wirkendes und in seinem Wirken wirksames Wort. Predigt ereignet sich im Modus der Zusage, promissio. Im mündlichen Wort wird der Mensch in einer bestimmten Situation angesprochen und es wird ihm zugesagt, worauf er sein Vertrauen setzen darf. Das Predigtamt ist in diesem Sinne frei, indem es die Gewissen tröstet und nicht beschwert, indem es frei ist gegenüber jedwegen institutionellen, traditionellen oder statusbezogenen Ansprüchen, ist es eine wirksame Wesensäußerung des Priestertums aller Glaubenden. Die Theologie der Predigt der Reformation entklerikalisiert die Verkündigung. In seinem Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der Heiligen Messe, spricht Luther mit einem Kirchenverständnis, in dem sich die Kirche wie ein Notariat versteht, das zwischen dem Testator und dem Erben vermittelt. Damit aber zerbricht die Exklusivität des Priesterbegriffs. Luther, darum sind alle Christenmänner Priester, alle Frauen Priesterinnen, jung oder alt, Herr oder Knecht, Herrin oder Magd, Gelehrter oder Laie, hier ist kein Unterschied. Luther variiert diesen Gedanken in seiner richtungweisenden Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation im Hinblick auf das Taufsakrament. Das Priesteramt kommt allen getauften Christen zu. Die Pfarrer haben wohl einen bestimmten Dienst, Ministerium, übertragen bekommen, aber haben keinen besonderen Stand.
Das Predigtamt betrifft die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Johannes 3, 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wo er herkommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Die Confessio Augustana lehrt deshalb, solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakramenta gegeben, dadurch als durch Mittel der Heilige Geist wirkt und Herzen tröst und Glauben gibt, wo und wenn er will, in denen so das Evangelium hören. Das Wo und wenn er will meint weder göttliche Willkür noch die Einladung zum gottesdienstlichen Allotria, sondern hebt ab auf die exklusive Wirkkraft des Heiligen Geistes in der Predigt des Evangeliums. Der Heilige Geist ist nicht zu limitieren. Damit widersetzt sich ein solches Schriftverständnis allen individuellen, kollektiven oder institutionellen Instrumentalisierungsversuchen einer Viva Vox Evangelii sowie einer direkten Identifikation der Sprachgestalt der Predigt mit dem Wort Gottes selbst. Das Predigtamt orientiert die gottesdienstliche Zusammenkunft und macht sie erst zu dem, was sie unter der Predigt wird, sodass geradezu gelten muss, Luther, dass die christliche Gemeinde niemals zusammenkommen soll, wenn nicht da selbst Gottes Wort gepredigt und gebetet wird. Dieses Zitat konnte Bach aus dem zweiten Band einer Jenaer Luther-Ausgabe bekannt gewesen sein. Immerhin geht es um den Gottesdienst. Das wird Bach interessiert haben, wie die Reformation hier denkt. Ich bin sogar der Auffassung, dass er seinen Luther besser gelesen hat, als ihn seine lutherischen Archidiakone in Leipzig verstanden haben. Die Rede Luthers vom Mundhaus konnte er im gleichen Band gelesen haben und in dessen Kirchweihpredigt zur Einweihung der Kirche in Torgaus, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang, hat im achten Band seiner Lutherausgabe ihm ins Auge springen können. Meine These ist, Bach hat mit den Pfarrern konkurriert. Also Bach hat sich nicht reduzieren lassen, sozusagen darauf, Kirchenmusiker zu sein. Die Kirchenmusik galt in der Orthodoxie als ein Diaphoron, ein Mittelding. Genau hier hat Bach den Hebel angesetzt. Johann Benedikt Carpzov hat der Predigt bereits 1652 eine stabile homiletische Architektur verordnet. Auf den Predigtanfang, Exordium, folgt die Darlegung des Predigtgehaltes, Oppositio, der die Abhandlung des Themas, Tractatio, folgt. Diese Abhandlung gliedert sich in die Explicatio, die Erklärung des biblischen Gedankengangs, und zweitens der Applicatio, der Aneignung, also den Folgerungen der Behandlung. Der Predigtschluss, Exitus, fasst die Predigt kurz und präzise zusammen. So wurde in Leipzig gepredigt. Auf das die Kantate 148 eröffnende Bibelwort, Psalm 29, 2, bringet dem Herrn Ehre seines Namens, betet an den Herrn im heiligen Schmuck, folgt die Explicatio in Satz 2, ich eile die Lehren des Lebens zu hören. Explicatio, es geht um die Lehre. Die Explicatio nimmt auf das Evangelium des 17. Sonntags nach Trinitatis aus Lukas 14, die Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat, und nennt das Stichwort ihres Anliegens wortwörtlich, die Lehre. In diesem Fall setzt die Lehre den Schwerpunkt ganz und gar beim Gedanken der Sabbatheiligung und hebt die in Gott ruhende Freude an der gottesdienstlichen Feier der Gemeinde hervor. Die Gemeinde feiert die kostbare Gewissheit. Satz 5, Satz 4, Gott wohnt selbst in mir. In Satz 5 ist der Wechsel von der Explicatio zur Applicatio augenfällig. Geht es im Vorderteil um die Lehre, so geht es jetzt in der Applicatio um, Zitat, den Wandel.
Bleib auch mein Gott in mir, gib mir deinen Geist, der mich nach deinem Wort regiere, dass ich so einen Wandel führe, der dir gefällig sei. Genialer kann man das klassische homiletische Grundschema in einer Kantatenform nicht abbilden. Es bleibt aber noch der Satz 4 übrig. Dieser Satz ist ein kleines theologisches, also homiletisches Kabinettstückchen. Mund und Herze steht dir offen, Höchster, senke dich hinein, ich in dich und du in mich, Glaube, Lieben, Dulden, Hoffen, soll dein Ruhebette sein. Das ist Unio Mystica, eine theologische Sonderlehre der lutherischen Orthodoxie, die nur in dieser Zeit vertreten worden ist und immer wieder gebraucht wurde, um anzudeuten, dass aus der Rechtfertigungsbotschaft immer auch das gute Leben hervordringen muss, ansonsten bleibt die Rechtfertigungslehre blutleer. Dieser Satz bildet elegant das Scharnier zwischen Explicatio und Applicatio im Rückgriff auf den Gedanken der Unio Mystica. Die Unio Mystica doch an Apostelgeschichte 26, 16 bis 18, die Ordo Salutis, also welche Mittel zum Heilen sind erforderlich. Und da ist der Gedanke der Unio Mystica einer, es geht um die Heiligung. Im Gottesdienst sagt Gott sich der Gemeinde im Evangelium zu. Alles ist geschenkt, nichts muss der Mensch hinzufügen. Alles kann nur empfangen werden. Aus der Lehre der rechten Sabbatfeier erwächst der entsprechende Wandel. Und genau da setzt die Unio Mystica an. Der Wandel bleibt jeweils zurückgekoppelt an das, was in Gott fundamental getan ist. Das mystisch anmutende Ich in dich und du in mich kann nicht missverstanden werden als eine menschliche Zuwahl der Gegenwart Gottes als Accessoire eines religiösen Lebens. Johann Olearius, hatte Bach 5 Bände von, wird ein solches Missverstehen zurecht. Denn wenn der Allerhöchste sagt, ich bin dein, so ist das Dein gleichsam Clavis Aperiens, öffnender Schlüssel, der allerkräftigste, unvergleichliche Herzensschlüssel, welcher die himmlischen, gnadenreichen Verheißungen in das geöffnete menschliche Herz legt, als einen teuren, seligen Schatz zu bewahren dargibt. Und wenn daraus das tröstliche Wörtlein mein entspringt, so ist solches gleichsam Manus Rezipient, die annehmende Hand, die unfehlbare Glaubenshand, welche die dargebotene Gnade und göttliche Verheißung beständig ergreift und sich zuversichtlich zueignet. Das Vier dieser Kantate verschränkt also aufs Allerfeinste Lehre und dementsprechenden Wandel im Sinne eines in Gott ruhenden Lebens. Die Choralstrophe, das Zweck beschließt. Der Gedanke der Unio Mystica baut eine Brücke zu Bachs Eintrag in der Carlos-Bibel über die Verschränkung der andächtigen Musik mit der Gnadenwart. Der Begriff der Gnadengegenwart ist geläufig. Den Begriff der Gnadengegenwart, das konnte ich in meinem letzten Jahr erschienenen Buch nachweisen, ist mehrfach, dutzendfach in der Bibliothek Bachs belegt bei unterschiedlichen Autoren. Er ist nicht so singulär und nicht so außergewöhnlich, wie man gerne annimmt. Er ist keine Erfindung Bachs und er war damals in der lutherischen Orthodoxie sozusagen alltagstauglich. Er hat Pfeiffer, Müller, Olearius, starke Vater und Sohn, Neumeister und vor allem Johann Arndt, Paradiesgärtlein, die alle gebrauchen den Begriff der Gnadengegenwart. Der Begriff war in der zeitgenössischen Dogmatik eingeführt und bekannt, König von Hollas. Die mir bekannte, prägnanteste Definition stammt von Christian Ludwig Ehemisch, die er 1714 kurioserweise während einer Leichenpredigt vorgetragen hat. Ich zitiere, da weiß ich jetzt nicht, ob das Bach gehabt hat, in der Bibliothek lässt sich das Büchlein von Ehemisch nicht nachweisen. Die Gnadengegenwart Gottes bei den Frommen ist spiritualis, die geistliche.
Das bedeutet, Gnadengegenwart kann nur gegenüber jenen angewendet werden, die glauben. Der Begriff der Gnadengegenwart ist also kein allgemeiner Begriff. Wenn der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist auf besondere, das meint, dass es nur die Glaubenden betrifft, und auf unaussprechliche Weise nicht nur nach seiner Gnade und Gaben, sondern auch nach seinem Wesen mit den Frommen, die sein Wort hören, behalten und ihm dienen, sich vereiniget und in ihren Seelen wohnet. Das Schlüsselzitat für alle Stellen über die Gnadengegenwart ist Johannes 14, Vers 23. Gott, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Die Rede von der Gnadenwart taucht in den theologischen Schriften, Predigten immer auch an Pfingsten, wenn es um den Heiligen Geist geht, oder Trinitatis, wenn es um die Verhältnisbestimmung der drei Personen geht. Das Verständnis von einer Gnadengegenwart Gottes in der Kirchenmusik ist entscheidend geprägt worden durch die Lektüre von Johann Arndts Paradiesvertlein. Nach meiner Auffassung hat er zwar alle anderen gelesen, aber theologisch hat er sich beeinflussen lassen von Johann Arndt. Christoph Wolf hat im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ein Exemplar dieses Paradiesvertleins aus dem Jahre 1706 aufgetan. Auf dem Vorderdeckel des Ledereinbands befinden sich die eingeprägten Initialen J.S.B. und auf der Rückseite die Jahreszahl 1707. Denkbar, so Christoph Wolf, erscheint hier ein biografischer Zusammenhang mit Bachs Wegzug 1707 von Arnstadt nach Mühlhausen oder seiner am 17. Oktober desselben Jahres erfolgten Eheschließung mit Maria Barbara Bach. Durch Arndt konnte er eine Verbindung dieses unseren Mystikergedankens mit seiner musikalischen Tätigkeit herstellen. Arndt, dies ist ein Vorgeschmack des ewigen Lebens, welches ist das höchste Gut, die ewige Freude, eine unaussprechliche Wonne, eine vollkommene Sattsamkeit, ein ungestörter Friede, eine sichere Genießung, eine unaufhörliche Erquickung, ein stetes Jauchzen, ein unendliches Loben. Oder es fließen die Wasser der Andacht und das Gemüt jauchzet, der Mund lobet und preiset. Denn, ein anderes Zitat, durch Anrufung, Gebet, Lob Gottes wird der Mensch mit Gott verbunden und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Bach notiert seine Notabene neben das Wort der Schrift im Sinne Arndt. Zitat, durch das Wort Gottes wird eine Vereinigung Gottes mit den Menschen gestiftet. Arndt, ein andächtiger Mensch, wird Gottes Freund, sodass er stets vor sein Angesicht kommt und in sein Heiligtum geht, das ist zweite Krone, ohne Hindernis und mit Gott gar freundlich umgeht. Indem Bach seine Kirchenmusik mit dem Gedanken der Gnadengegenwart Gottes verbindet, verortet er sie nicht nur praktisch-theologisch im Gottesdienst, sondern systematisch-theologisch im Predigtakt. So wie die Gnadengegenwart des Heiligen Geistes durch die Predigt als Viva Vox Evangelii, als lebendige Stimme des Evangeliums, Lehre und Wandel der Frommen befördert, so befördert diese Gnadengegenwart auch und gerade die andächtige Musik als lebendige Stimme des Evangeliums. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.